Eine Raupenfliege. Ich konnte sie leider nicht bestimmen. Aber sie ist hübsch. Ja, sie ist sehr hübsch und es gibt weltweit etwa 8000 Arten und so in Mitteleuropa etwa 500. Und warum sehen wir sie so selten? Also wir haben schon viele Arten gesehen, aber sie sind einfach, es gibt ganz unterschiedliche. Sie haben immer so, wie sagt man, so Zacken. Am Arsch. Ja, genau. Eine Bergfeldwespe. Sie sind noch groß, die Königin ist etwa 16 mm und die Arbeiterinnen so 15. Und hier schauen wir und sehen. Sie kommt. Eine grüne Huschspinne. Husch? Husch, ja. Sie huscht davon? Sie huscht, ja. Aha. Und sehr gut getarnt, ja? Enorm gut getarnt. Und das ist übrigens ein Weibchen. Ja, und beim Huschen ein No-Go. Nein, die Männchen haben hinten einen roten Streifen, habe ich gelesen. Ja, das ist klar, das ist GT. Genau. Das muss so sein. Und sie ist groß, hey, etwa so 12 bis 15 mm. Ganze Säge. Genau. Ihr Paarungsritual ist fast dasselbe wie bei Blashühnern. Also das Weibchen rennt vorne weg und das Männchen hinten rein. Ja, ich glaube, ja. Und ich habe gelesen, in der Schweiz gibt es etwa 600 bis 800 Paare. Und sie haben einmal gemessen, das Höchstalter 15 Jahre alt werden sie. Ja. Oder können es werden, ja. Können sie werden, ja, anständig, ja. Und sie sind sogar etwas größer als die Stockenten. Sie sehen immer irgendwie etwas frech aus. Ja, vor allem das Männchen da. Ja. Und seine Frisur nach hinten gekämmt. Schnittig. Ja, ja. Das ist ein Rüsselkäfer. Genau, und zwar sagen, habe ich bestimmt ein Birnengrünrüssler. Ja, der ist farbenblind, also er ist überhaupt ja, nicht grün. Ja, aber nachher ist er beschrieben, er ist eigentlich schwarz und hat aber kupferrote Schuppen und auch kleine Härchen, aber das kann man nicht so gut sehen. Und warum nennen Sie ihn grün? Das weiß ich nicht. Die Namen, die werden manchmal einfach so vergeben. Es gibt vielleicht auch Grüne, aber das habe ich nicht gesehen. Hier sehen wir gute Schuppen. Ja? Ja. So die Rillen. Und er ist klein, er ist etwa zwischen 5 und 7 mm. Und er soll in Europa weit verbreitet sein. Ja, außer bei uns. Ja. Mhm. Wir haben ihn einmal gesehen. Und wir können ihn nicht auf YouTube präsentieren. Er ist sehr schmutzig. Und aber er macht schöne Turnübungen. Ja, ja, aber das reicht nicht. Und hier sehen wir wieder ein gut getarnter, ganz kleiner Käfer. Ja. Ein schwarzer Stachelkäfer. Und wie groß ist der? Etwa 3 bis 4 mm. Ja, also an der Grenze von unserer Makroausrüstung. Ja. Ja.
Und er hat wirklich Stacheln wie ein Igel. Und er hat sich da irgendwo hineingesetzt. Ja, ja. Ja. Aber wenn er dann läuft, ist er noch schnell für eine Makroaufnahme. Ja. Und er soll der einzige dieser Art sein in Mitteleuropa. Wir hatten also Glück. Ja. Sie sind auch nicht häufig bei uns. Wir haben sie nur einmal angetroffen. Ja. Ja, da hatten wir noch mit dem Zoom-Problem. Der Apparat hat gepumpt. Ja. Hat die Schärfe immer wieder ein wenig verloren. Genau. Wir haben damals noch nicht auf manuell geschaltet. Man lernt dazu. Eine schöne Wanze. War das? Hier ist sie. Ja, eine Zimtwanze. Auf einer Pusteblume. Ja. Seiblume, sagen ja. wir. Ich habe nirgendwo gelesen, warum sie diesen Namen gekriegt hat. Zimt, ja. Ja. Sie gehört zu den Glasflügelwanzen. Aber Zimt ist nicht rot, oder? Oder doch? Nein. Nein. Braun. Ja. Oder? Sie gleicht irgendwie der Feuerwanze. Ja, sie hat Ähnlichkeit, ja. Oder auch mit einer Ritterwanze, so von der Farbe her. Ja. Und das oben ist die Bärenwanze, oder nicht? Ja, die macht einen Besuch. Ja. Und sie ist nicht willkommen. Eine ganz lustige Wanze, eine Kugelwanze. Sie ist ebenfalls die einzige ihrer Art in Mitteleuropa. Und sehr klein. Ja, circa 4 mm. Ich glaube, sie sitzt gerne auf dem Hintern, der ist so flach, oder? Das kann gut sein, ja. Und wenn sie gestört werden, dann können sie sich totstellen. Aber sie waren so beschäftigt, wir haben sie nicht gestört. Nein. Und eigentlich sollten sie ja unsere Gerätschaft reinigen, gemäß den Schmetterlingen. Genau. Aber wir haben das verstanden, dass sie da keine Präferenz dazu haben. Sie hatten andere Interessen. Ja. Wichtigere. Ja. Wenn sie schon die einzige Art sind in Mitteleuropa. Ja. Müssen sie wirklich für Nachwuchs sorgen? Ein kleines Wiesenvögelchen. Oder man sagt ihnen auch ein kleiner Heufalter. Und er hält sich nicht an unseren Vertrag. Nein. Er hat zwar die Kugelkäfer engagiert, aber wir sehen gut, er hat jetzt, ich denke, ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht gearbeitet haben. Wahrscheinlich, ja. Oder nein, er sieht eigentlich gleichgültig aus, oder? Das ist ihm egal.
Aber er ist hübsch. Ja, aber das reicht nicht. Ja, manchmal schon. Vertrag ist Vertrag, also er sollte unsere Ausrüstung reinigen. Naja, er stellt sich dumm. Oder denkt er nach? Über neue Subunternehmer. Naja, das war's. Bis später. Bis dann.